Die Ähnlichkeit zwischen einem Computerspiel und einem Theaterstück sticht nicht unbedingt sofort ins Auge, aber sie existiert. Das findet zumindest der Theaterregisseur Martin Kreusch. Und so holt er Monkey Island auf die Bühne, das Lieblingscomputerspiel seiner Kindheit. 25 Jahre nach der Veröffentlichung dieses Piratenabenteuers. Eine Geschichte aus der Welt der bunten Pixel, in die viel ältere Welt aus Leinwand und Holz zu zerren, ist für ihn die große Herausforderung. Im Computer, da macht es einfach plim und er ist auf der neuen Seite. Ist in der Stadt, geht den Weg lang, zack, ist im Wald. Und dafür haben wir finden auch eine sehr schöne, sehr handgemachte Lösung gefunden. Und zwar wird hier hinter mir dann eine manuelle Drehbühne stehen, die wird mit einem Strick, zieht unser Frankie die Bühne um. In Deutschland ist so eine Inszenierung bisher einmalig. Aber vielleicht ein vielversprechender Weg für Theater auf der Suche nach dem so dringend benötigten neuen Publikum. Und auch für die meisten Theatermacher sind Computergames Neuland. Und die Konfrontation mit Gamefans ist für traditionelle Theaterschaffende ein kreativer Kulturschock. Die Leute kennen zum Großteil das Spiel, kommen zum Teil auch im Kostüm mit dem Topf auf dem Kopf oder im Piratenkostüm hier an, was uns, die wir sonst normales Theater machen, klassische Stücke auf die Bühne bringen, uns auch überrascht hat, dass das so eine, naja, so ein bisschen was von Messe und Interaktion plötzlich kriegt, mit der wir selber gar nicht gerechnet haben. Eine Handvoll junge Bühnenensembles experimentiert mit der Verheiratung von Games und Theater. Die Gruppe Extraleben aus der Schweiz etwa oder Punch Drunk aus den USA. Auch das Theaterkollektiv Makina X aus Berlin arbeitet am gamifizierten Theater. Allerdings mit Versuchen in einer ganz anderen Richtung. Makina X entwirft Computerspielwelten zum Anfassen. Bei diesen Point-and-Click-Adventures gehören die Zuschauer selbst zum Game und müssen selber Rätsel lösen, um die Handlung voranzutreiben. In dieser Welt passiert nichts, ohne dass das Publikum etwas tut. Deswegen nennt die Gruppe ihre Inszenierungen auch nicht Theaterstücke, sondern Games und veranstaltet keine Proben, sondern testet, wie hier, Beta-Versionen. Für Theatergänger heißt das, kein passiver Konsum im Theatersessel. Und für Gamer, Interaktion mit echten Menschen statt mit Pixelwesen. Und irgendwann hielten dann so ein paar junge Gamer inne vor einem Schreibtisch, wo dieses Posttelefon, dieses Wählscheibentelefon stand. Und so, okay, ich habe die Nummer, aber wie benutze ich denn das? Und dann kamen zwei Herrschaften, die eigentlich sich selbst die ganze Zeit zu alt gefühlt haben, vor und sagen, nee, guck mal, das ist ganz einfach. Das Theater ist eine der ältesten Kunstformen. Und obwohl in den letzten 100 Jahren etliche Konkurrenzmedien auftauchten, Radio, Kino und Fernsehen etwa, begeistern sich immer noch viele Menschen für die Live-Schauspielerei. Für den Theaterkritiker Jan Fischer liegt das auch daran, dass das Theater immer versucht hat, das Neue zu adaptieren, statt sich davor zu verschließen. Er nennt das Schauspiel deswegen eine Medienfressmaschine. Und offenbar frisst das Theater nun Computerspiele. Ich glaube, dass wir gerade eine Generation erleben, die Kultur produziert, die selber Spiele gespielt hat und Spiele liebt. Also die sagen, das sind Erzählweisen, die finden wir toll. So wollen wir auch erzählen. Ein Bühnenstück wie eine digitale Geschichte. Das geht auch andersrum. Games wie Der Puppenspieler oder Foulplay verlegen ihre Handlung ins Rampenlicht des Schauspiels. Der User muss seine Abenteuer im Theater bestehen. Manche Games-Kritiker werfen den Spieleproduzenten vor, nichts wirklich Neues mehr zu entwickeln und nur noch Varianten erfolgreicher Games auf den Markt zu werfen. Möglicherweise muss sich das junge Kulturgenre ja neu erfinden. Und vielleicht ist die uralte Kunstform Theater ja genau das richtige Vorbild fürs ständige Neuerfinden.